Hallo, vor einiger Zeit habe ich ein Video über die Software Active Presenter gemacht, mit welcher man Videos erstellen kann wie das, was ihr gerade schaut. Also eine Aufnahme von eurem PC. Den Link zu diesem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Nicht wenige Leute fragen dann sofort, kann ich damit auch Spiele aufnehmen? Und diese Frage muss ich leider mit Nein beantworten. Zwar kann man theoretisch Browser-Games mitschneiden, richtig flüssig läuft das Ergebnis dann aber auch nicht. Um richtige PC-Spiele aufzunehmen, braucht ihr ein Programm, das die Spiele direkt am Grafikkartenausgang aufnimmt. Eines der bekanntesten Programme dafür ist Fraps, welches man allerdings kaufen muss. Ich habe mich deshalb mal nach einer kostenlosen und legalen Alternative umgesehen. In diesem Video zeige ich euch nun zwei Sachen. Erstens, wie man mit dem MSI Afterburner ganz leicht ein Spiel inklusive Ton aufzeichnet, und zweitens, wie ihr mit Hilfe von X-Media Recode die aufgenommenen Dateien auf eine handliche Größe verkleinert, da die Originaldateien bei 3 Minuten schon ca. 4 GB groß sind und viele von euch nur Dateien bis zu 2 GB auf YouTube hochladen können. Legen wir also gleich mit der Installation beider Programme los. Ich suche bei Google nach MSI Afterburner und lade ihn mir bei ship.de herunter. Während das lädt, suche ich gleich noch nach X-Media Recode und lade mir das Programm ebenfalls bei ship herunter. Die Links findet ihr auch in der Videobeschreibung. In meinem Download-Ordner entpacke ich nun als erstes die MSI-ZIP. Und installiere die Datei, die da heißt MSI Afterburner Setup. Am Ende nehme ich noch das Häkchen bei Ausführen raus, da ich noch X-Media installieren möchte. Ich gehe also wieder in den Download-Ordner und installiere die andere Datei. Wieder kommen die üblichen Abfragen. Nun die Installation. Und starten möchte ich das auch noch nicht. Schließen. Nun befinden sich die Verknüpfungen beider Programme auf unserem Desktop und ich starte den MSI Afterburner. Das Tool ist prinzipiell dazu da, um Grafikkarten zu kontrollieren und funktioniert mit den meisten echten MSI und Nvidia Grafikkarten. Ich selbst habe zum Beispiel eine Nvidia. Von den Grafikkarteneinstellungen würde ich aber die Finger lassen, es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut. Ich gehe gleich hier unten in die Settings und wähle die Registrierkarte On-Screen Display. Hier setzen wir bei Zeige Systemzeit einen Haken, dadurch könnt ihr überprüfen, wie lange ihr schon spielt. Und ich lasse den Haken in Zeige OSD Infos in Videos aus Demonstrationsgründen an. Da ihr später in euren Videos aber keine Zusatzinformationen sehen wollt, nehmt ihr es besser heraus. Okay, ich wechsle nun zur Registrierkarte Videoaufnahme. Hier lege ich ganz oben die Aufnahmetaste fest. Ich wähle dazu die Taste Rollen. Mit dieser Taste startet und stoppt ihr die Aufnahme. Also sollte das eine Taste sein, die ihr nicht im Spiel benutzt. Kommen wir zum Videoformat. Hier wähle ich MJPEG. Die Qualität stelle ich auf 100%, die Bildgröße auf Vollbild. Die Framerate erhöhe ich auf 40 Frames per Sekunde. Und begrenze die Framerate auch auf 40 Frames per Sekunde. Nun wähle ich einen Dateispeicherort. Idealerweise habt ihr eine zweite Festplatte zum Speichern, also nicht die, auf der das Spiel läuft. Die Multithread-Optimierung lasse ich auf automatisch und aktiviere noch die Gamma-Korrektur. Nun kommen wir zum Sound. Man kann hier theoretisch zwei Quellen auswählen, also zum Beispiel den Game-Sound und das Mikrofon aufnehmen. In der Praxis wird aber nur eine Tonspur erzeugt und ihr habt später keine Möglichkeit, noch die Lautstärke anzupassen. Ich empfehle euch deshalb, stellt ihr entweder nur Mikrofon ein und lebt mit dem Spielesound, der über das Mikro aufgenommen wird, oder stellt hier die Aufnahme des Game Sounds ein und zeichnet das Mikrofon mit einem anderen Programm auf. Dadurch habt ihr später zwei Tonspuren, die ihr so mischen könnt, wie ihr möchtet. Ich empfehle euch zwecks Sound einfach ein paar Testaufnahmen zu machen. Ich wähle der Einfachheit halber jetzt hier mal Mikrofonaufnahme. Und das war's dann auch schon mit den Einstellungen. Ich drücke OK. Ich werde jetzt gleich ein Spiel starten, aber vorher noch ein Tipp. Der MSI Afterburner nimmt 1280x720 Pixel auf. Falls ihr nicht gerade einen extrem schnellen Rechner habt, könnt ihr die Spielegrafik ebenfalls auf 1280x720 herunterstellen. So spart ihr Rechenpower. Checkt aber in euren Grafikkartenoptionen kurz ab, ob auch die richtigen Skalierungseinstellungen eingestellt sind, damit ihr nicht mit einem verzerrten Bildschirm zocken müsst. Die Aufnahme beeinflusst das allerdings nicht. Es wird ja direkt an der Grafikkarte aufgenommen und somit jeweils die Auflösung, die ihr im Spiel eingestellt habt.
Gut, nun starte ich hier mal Civilization 4. Denkt daran, die Taste zu drücken, die die Aufnahme startet. Ihr seht nun oben links zum einen die Uhrzeit und eine sich drehende Animation. Solange die sich dreht, wird aufgenommen. Ist die Animation nicht zu sehen, nehmt ihr nichts auf. So, und nun sind wir mitten im Spiel und was ihr jetzt hört, ist auch der Originalton, der direkt zum Spiel aufgenommen wird. Ich klicke mich jetzt einfach durch die verschiedenen Menüs durch und spiele mal eine ganz kleine Runde Civilization 4 ein. Ich wähle ein zufälliges Reich, hier lasse ich alles so und schon wird geladen. So, wen haben wir erwischt? Wir haben Isabella von Spanien. Fortfahren und los geht's. Das ist jetzt nicht die beste Grafikeinstellung, die man sich vorstellen kann, aber wir haben, wie gesagt, auf die 1280x720 heruntergestellt. So, hier haben wir einen Krieger, den schicke ich gleich auf Erkundungstour. Und meinen Siedler lasse ich eine Stadt bauen. Das ist die Hauptstadt. Es soll ja gleich nochmal ein Krieger gebaut werden. Wenn ich jetzt Enter drücke, fragt man mich nach der Forschung. Ich wähle die Meditation, um eventuell gleich die Religion zu entdecken. Religion Buddhismus. Ich gebe gleich mal ein bisschen Gas, damit wir hier auch schnell wieder rauskommen. Jetzt hat sich unser Stadtbereich erweitert. Und das Inka-Reich meldet sich bei uns. Es soll Frieden herrschen. Meditation bedeutet Weisheit. Mangelnde Meditation bedeutet Ignoranz. Wisse, was dich voranbringt oder hemmt. Ja, und ich denke, im Video später wird das alles ganz für sich laufen. So viel zu dem Spiel. Wichtig, bevor er das Spiel nun beendet, ist die Stopptaste zu drücken. Ihr seht das daran, dass die Animation verschwindet. Stoppt ihr nicht, werdet ihr Probleme mit der Datei bekommen, da MSI nicht weiß, wann es stoppen soll und es im Hintergrund weiter aufzeichnet. Gut, nun gehe ich wieder raus aus dem Spiel und öffne den Ordner mit den Videodateien. Und die kann ich mir nun auch gleich mal anschauen. Das Spiel schaut gut aus und der Ton funktioniert auch gut. Wenn ihr hier mal die Größe checkt, seht ihr, dass die Dateien riesig groß sind. Und deshalb komme ich gleich zu Punkt 2. Ich öffne X-Media Recode und mit Datei öffnen lade ich meine eben erstellte Videodatei hinein. Jetzt wähle ich gleich hier auf der Startseite unter Format YouTube aus. Die Auflösung sollte bereits stimmen. Hier unten überprüfen wir noch, wo die Datei hingespeichert werden soll. Und dann drücken wir hier oben auf Job hinzufügen und danach gleich auf Kodieren. Und das war's. Unsere Dateigröße wird nun stark verkleinert und das wird je nach Rechner allerdings eine Weile dauern. Ich spule hier jetzt einfach mal ein Stück vor. Und siehe da, das Endresultat ist nur ein Bruchteil von unserer ursprünglichen Größe bei dennoch ähnlicher Videoqualität. Und diese Datei könnt ihr nun problemlos auf YouTube hochladen. Damit sind wir am Ende des Videos. Völlig klar sollte sein, dass das hier nur die absoluten Grundlagen sind. Die Let's Play Profis feilen sich ja in einem Audioprogramm noch am Sound herum und schneiden ungewünschte Stellen aus den Videos heraus. In diesem Video wollte ich aber einfach mal zeigen, wie ihr kostenlos in kürzester Zeit ein Video aufnehmt und es so verarbeitet, dass ihr es direkt auf YouTube hochladen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit behilflich sein und wem das Tutorial gefallen hat, der darf mir gerne einen Daumen nach oben spendieren und diesen Kanal abonnieren. Wer Interesse daran hat, wie man die Videos schneidet, der hinterlässt einfach mal hier einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!